Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen DM-Haul. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon sehr lange her, als ich das letzte Mal bei DM war. Aber vielleicht kommt es mir auch einfach nur so vor. Ja, ich habe ein paar neue Sachen gekauft und auch einige, die ich nachgekauft habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt los mit dem Artikel Nummer 1. Und zwar fand ich das mega schön. Das ist so eine Kosmetikbox, also Kosmetik Tücher, Box, genau. Aber die sieht so ein bisschen recycelt aus. Ist das auch, glaube ich, ne? Ja, da ist auch der blaue Engel vorne drauf. Mega schön und auch so in rosa mit hier so Pfingstrose, mit einem Herz. Ich fand das Packaging super schön. Ich finde es auch cool, dass es nicht so ganz eckig ist, sondern leicht abgerundet. Und ja, es sind 60 Kosmetiktücher drin und die sind jeweils dreilagig. Und die Preise blende ich euch ja wie immer hier jetzt ein, weil ich nicht mehr weiß, was die gekostet haben. Ja, auf jeden Fall, unseres ist fast leer, oder beziehungsweise an meinem Schminktisch ist es fast leer und deswegen musste das mit. Ja, was die letzten Monate auch immer mit muss, ist mein Haarspray von Got2Be. Ich liebe diesen Sprühkleber, er ist wirklich super gut. Wenn wir schon gerade dabei sind, kann ich auch gerade mal sprühen, weil mir hier als meine Babyhaare noch rausfallen. Ja, auf jeden Fall, ich bin mega zufrieden mit diesem Haarspray. Bombenhalt, riecht gut und ja, was erwartet man mehr von einem Sprühkleber? Außerdem, was ich mir noch etwas nachgekauft habe, ist diese Bodylotion. Die habe ich mir auch im Sommer schon mal gekauft und ja, oder war das im Sommer? Ich glaube im September, ne? Oder kann auch sein, dass im Sommer. Auf jeden Fall habe ich sie da das erste Mal ausprobiert und ich bin wirklich sehr begeistert. Sie riecht sehr gut und die spendet meiner Haut auch sehr viel Feuchtigkeit. Angeblich ist es hier für straffende und glättende Haut gedacht, also dass sie die Haut glättet. Das denke ich nicht, aber sie spendet auf jeden Fall sehr viel Feuchtigkeit und verteilt sich super. Man klebt nicht, man kann sich direkt anziehen und ja, deswegen musste das auf jeden Fall mit. Dann habe ich etwas Neues gekauft, das wollte ich eigentlich schon letzten Monat kaufen, aber es war ausverkauft und deswegen habe ich es mir diesmal gekauft. Und zwar das 8x4 Deo in diesem, was hat denn das für ein Duft? Hier steht Nummer 4, keine Ahnung, welche Duftrichtung das hat, wo sehe ich das? Kann ich leider nicht sehen, sehe ich nicht. Ah, irgendwie, auf jeden Fall ein Blumenduft. Habe ich mir letzten Monat aber in Türkis Babyblau gekauft, gefällt mir nicht so gut, also... Am Anfang war ich begeistert, aber jetzt bin ich froh, wenn es leer ist und ich das hier benutzen kann. Aber ich gehe davon aus, dass ich wieder nächsten Monat zurück auf Rixona zugreifen würde. Dann habe ich noch etwas Neues gekauft und zwar, wisst ihr das vielleicht, wir benutzen solche Wäscheparfümperlen von Lenor Unstoppable. Diesmal habe ich aber hier solche Cups gekauft und zwar von Denk mit. Sind jetzt nicht sonderlich viele drin. Ich glaube, wie viele haben wir denn da? 15 Stück. War jetzt auch nicht teuer. Bin gespannt, wie es riecht, weil man konnte nirgendwo irgendwie probierriechen oder reiben. Nee, hier steht hier riechen, aber wenn ich da drauf reibe, rieche ich einfach gar nichts. Deswegen bin ich schon mal gespannt, wie die riechen. Und ja, ist wieder verschließbar mit so einem Zipverschluss hier. Ja, also die Lenor Unstoppable reichen uns wirklich sehr lange, weil ich da auch nicht viel reinmache. Ein Fünftel von dem Deckel mache ich voll und ja, ausprobieren kann man ja, wie gesagt, war ja nicht sonderlich teuer. Dann habe ich mir noch etwas nachgekauft, was ich letzten Monat, glaube ich, das erste Mal auch ausprobiert habe. Und zwar die SOS Intensiv Ultimate Repair Kur von Glisskur. Habe euch ja erzählt, durch meine Extension soll ich Keratinprodukte benutzen, weil das wohl auch gut ist für die Verbindungsteile, weil das ja Keratin-Verbindungsteile sind, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das letzten Monat ausprobiert und war auch sehr begeistert. Es riecht super gut, meine Haare fühlen sich super an. Deswegen habe ich es nachgekauft. So eine Tube reicht mir, um genau zu sagen, für dreimal und für wie viel? 95 Cent. Optimal. Dann habe ich uns Zahnbürsten gekauft und habe leider festgestellt zu Hause, dass wir eigentlich schon welche haben. Wusste ich nicht, aber okay, schadet nicht. Wird ja nicht schlecht. Da kaufe ich immer so ein Dreierpack. Das ist jetzt mittelstark. Achtet da auf jeden Fall, Leute, drauf,
wie hart die Borsten sind. Für manche, die ein empfindliches Zahnfleisch haben, wird sogar mittel schon zu hart sein. Und ja, wie gesagt, kaufe ich immer so ein Dreierpack. Ich nehme natürlich das Pinke und der andere kann sich dann, also mein Mann kann sich dann aussuchen, ob er hellblau oder dunkelblau nimmt. Und ich finde es auch immer gut, wenn man eine Zahnbürste oder so nochmal auf Vorrat hat, falls jemand zu Besuch ist und seine Zahnbürste vergisst. Und ja, da kaufe ich immer die von Dr. Best. Ich finde, alles andere wird überbewertet und einfach sinnlos Geld verschwendet. Dann hat mein Mann ein Shampoo gebraucht, hat er zumindest gesagt. Hat er gar nicht gebraucht, hat er genug im Schrank. Habe ich ihm aber trotzdem eingekauft und zwar von Balea Men. Habe ich ihm hier so ein Koffein-Shampoo gekauft. Ist für Haarausfall gedacht. Das stärkt geschwächte Haarwurzeln für kräftige und gepflegte Haare. Er verliert so viel an Haar, deswegen habe ich mir gedacht, wird ihm wohl nicht schaden, mal so ein Shampoo zu probieren. Ich habe, ehrlich gesagt, gar nicht gerochen. Es riecht auf jeden Fall ganz gut. Muss ich ihn auf jeden Fall danach mal fragen, wie das war. Und dann kann ich das euch gerne berichten. Dann habe ich auch dekorative Kosmetik gekauft. Und zwar mein Bronze-Matt-Puder. War leer oder ist leer. Und deswegen musste ganz schnell Ersatz her. Das hat sogar gereimt. Ja, benutze ich jeden Tag immer ein bisschen für meine Stirn, für meine Wangen, um mein Gesicht etwas zu konturieren. Und dann haben wir hier noch Tiefensachen. Ah, genau, stimmt. Ich habe mir auch mein Matt Mousse Make-up nachgekauft. Und zwar hatte ich jetzt die letzten Wochen oder Monate ein dunkles und ein ganz helles zusammen gemischt, weil ich das aufbrauchen wollte. Und jetzt habe ich auch die passende Farbe endlich für mich wieder gekauft. Und zwar die 01, das ist Matt Sand. Wollte ich eigentlich auch bei Essence Online bestellen. Habe ich euch auch in meinem Unboxing-Video gezeigt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt gerne hier oben drauf klicken oder im Anschluss. Und zwar, ja, war ich davon felsen überzeugt. Ich hätte das Make-up nachbestellt, aber irgendwie kam es doch nicht an. Habe ich wohl vergessen, auf Bestellen zu klicken. Und ja, habe ich jetzt auf jeden Fall nachgekauft. Das Packaging ist etwas anders, also beziehungsweise die Schrift hat sich geändert. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, 01 ist meine richtige Farbe. Jetzt muss ich auch nicht mehr zwei verschiedene Töne mischen. Dann habe ich uns noch ein Raumerfrischer von Frosch hier nachgekauft. Das ja, habe ich bei uns im Flur, also beziehungsweise habe so einen Spender bei uns im Flur und glaube ich auch in meinem Büro. Ja, hier steht auch einer. Da mache ich immer halb hier rein, halb da rein und ja, die Stäbchen. Eigentlich kann man auch die Stäbchen, die da drin sind, sehr lange benutzen. Ich drehe die dann einfach immer nochmal um. Und ja, das Zitronengrasduft gefällt mir auf jeden Fall am besten. Alles andere ist zu intensiv und verursacht Kopfschmerzen. Dann habe ich endlich was gekauft, was ich schon vor Monaten gesehen habe und gedacht habe, wenn meins leer ist, muss ich das auf jeden Fall kaufen. Und zwar benutze ich zum Abschminken immer meinen Reinigungsschaum von Hello Body. Mega überteuert. Ich weiß auch nicht, ob ich in naher Zukunft überhaupt noch was von Hello Body bestellen werde, weil es wirklich einfach viel zu teuer. Und da habe ich, ich weiß gar nicht mehr wo, auf Instagram gesehen, dass es ein Dupe zu demselben Reinigungsschaum gibt. Und zwar der Reinigungsschaum von Balea. Und zwar hier das. In demselben Pumpverschluss wie von Hello Body. Bin sehr gespannt, ob das auch wirklich so gut ist. Gab zwei verschiedene. Das ist hier für normale und Mischhaut. Dann gab es nochmal für sensible Haut. Hier sind 10% Aloe Vera drin. Wie gesagt, ich werde das mal ausprobieren und werde es euch auf jeden Fall auch mal ja, berichten, wie ich mit diesem Produkt ja, zufrieden war oder nicht. Ja, das war's auch. Meine Tüte ist leer. Ich hoffe, euch hat mein DM-Haul wie immer gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Und hier werden euch noch ein paar Videos vorgeschlagen. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!